Ja, und damit herzlich willkommen zu Layers of Fear und zu einem neuen Let's Play auf meinem Channel. Und zwar nicht zu Layers of Fear, das Hauptspiel, das haben wir im Livestream gespielt, sondern wir spielen heute das DLC und dessen Namen ich vergessen habe. Ja. Wie ihr sicherlich jetzt feststellt, denkst du, warte mal, irgendwas ist hier falsch, wie nix Livestream, wie YouTube. Ja, ich wollte mal so ein bisschen dem Livestream etwas vorwegnehmen, und zwar hatte ich mir gedacht, komm, machst du mal ein, weil ich wollte ja schon seit längerem mal wieder ein, ich wollte mal schon seit längerem wieder ein Horror-Let's Play machen und ohne Stream, ganz alleine in meinem viereckigen Räumchen hier und dachte mir, komm, dann spielen wir doch das DLC zu Layers of Fear und das ist eine gute Möglichkeit, um damit anzufangen. Ich werde es auf jeden Fall im Stream nochmal spielen, definitiv. Ich denke mal an diesem Wochenende, weil ich nehme das jetzt am Mittwoch auf. Und ja, das Übrigens, ich hatte Layers of Fear runtergeschmissen und jetzt wieder neu installiert und da kam diese Anzeige, hier steht dann: Layers of Fear ist ein einzigartiges Spielerlebnis, bei dem jede Entscheidung die Geschichte beeinflusst. Wie im richtigen Leben sind es die geöffneten Türen, die mitgenommene Erinnerung und die erforschten Schatten, die dich definieren. Es mag unser Spiel sein, aber es ist deine Reise. So. Genau. Inheritance? Ich meine, Englisch ist not very good. Das ist das DLC, das werden wir jetzt spielen. Ich will es auch. So, ich will ein neues Spiel. Und was ihr sicherlich schon merkt, ich habe ein neues Spielzeug. Eine Kamera. Leider nur auf 720p, weil auf 1080p fängt es an zu ruckeln und das möchte ich euch nicht zumuten. Deswegen muss ich die Facecam-Aufnahmen dann für YouTube dann immer auf 720p erstmal aufnehmen, vorerst, bis ich dann irgendwie mal gucke, woran es liegt. Ich habe schon etliche Aufnahmen gehabt und tralala. Und es ist übrigens die Logitech-Kamera, die 920C oder irgendwas, schlag mich tot. Aber von der Qualität her geht nichts Besseres. Dafür ist das schon sehr, sehr geil. Ja, dann bin ich sehr gespannt, wen wir spielen und was wir spielen. Im Hauptspiel haben wir herausgefunden, dass wir den Vater spielen, der Künstler war und der immer und immer wieder denselben Traum durchlebt hat. Immer wieder angefangen hat zu malen, seine Frau, und hat sich in Alkohol verflossen, hat sich eingeschlossen, pipapo, und hat immer wieder denselben Albtraum durchlebt, um sie wieder lebendig zu machen, hatte sie immer wieder versucht zu malen und hinzukriegen, und wir haben es nicht geschafft. Es gibt mehrere Enden bei dem Spiel. Ich werde natürlich nochmal versuchen, vielleicht mal im Stream das nochmal zu zeigen, vielleicht ein paar andere Enden, wenn ich das mal hinkriege. Aber jetzt konzentrieren wir uns erstmal auf das DLC. When I was a child, I used to lay in bed late at night, staring at the ceiling, listening to my father scream. Scream at my mother, scream at yet another failed masterpiece. Finally, just scream out into the darkness. It became my lullaby. And even when they took me away, the screams followed. I was once told that insanity runs in my family. It's time to make it stop. Sickness, insanity and death. Where are the angels that... Bitte was? Okay, L3 um einschalten der... Einschalten der Taschenlampe. Das finde ich ja schon mal wieder sehr einladend und sehr beruhigend. Es ist sehr dunkel, wenn ich die Taschenlampe ausmache. Ich muss nochmal eben ganz schnell in die Einstellung. Ich weiß, es ist nervig. Ich weiß. Aber ich hatte schon die Helligkeit eigentlich umgestellt. Aber ich mach's mal trotzdem so. Ja, das ist schon ein bisschen besser. Wir spielen anscheinend die Tochter. Und ja, wir schauen uns mal um. Hinken werden wir jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Wie war denn nochmal die Steuerung? Ah, was haben wir denn hier liegen? Nichts. Okay, ich schaue mich wieder ein bisschen um. Ich bin sehr gespannt, was sie da noch eingepackt haben. Ich meine, das Hauptspiel, das war ja schon eine Krönung.
Das hat mich schon ein paar Mal zusammenzucken lassen. Ich bin sehr gespannt, was uns hier erwartet. Wir sind auf jeden Fall im selben Haus. Ich glaube, dass... Alter, ist das laut. Warte mal, habe ich die Lautstärke? Ich schaue nochmal eben schnell. Volle Bulle. Ja, machen wir Musik. Lassen wir ruhig so, aber sonst Effekte, Untertitel. Ja, passt alles. Es scheint mir... Es scheint mir so, als würden wir nach Layers of Fear spielen, nach dem Hauptspiel. So wie es hier zumindest aussieht. Okay, ich schaue mich natürlich erstmal wieder ein bisschen um. Und wir können ja hier alles öffnen und tralala. Huh, hallo? Und tralala und gucken wir mal natürlich, ob wir hier auch was finden. Ich bin sehr gespannt, also... Oh, da haben wir was zu lesen. Mein Liebling, ich habe über das nachgedacht, was geschehen ist. Ich habe versucht, es zu verstehen. Liebe, hilf mir. Ich verstehe es einfach nicht. Warum hast du das getan? Hattest du das Gefühl, dass es keine andere Möglichkeit mehr gibt? Sag es mir, verdammt nochmal! Womit habe ich das verdient? Ich habe mein Bestes getan. Das weißt du doch. Ich habe dir alles gegeben. Verdammte, eigensüchtige Schlampe. Warum hast du mir uns das angetan? Okay, kein... Jetzt ist die Frage, wer ist damit gemeint? Ich vermute seine Frau. Er kann aber auch die Tochter meinen. Hier war das Arbeitszimmer, wir erinnern uns. Überall... Ich will mal gucken, wie es aussieht im Dunkeln, Alter. Überall Farbe dran. Ich weiß nicht, warum wir eine Taschenlampe bekommen haben. Ich habe keine Ahnung. Es liegt wahrscheinlich daran, dass wir, wie gesagt, so wie ich vermute, dass das alles nach den Geschehnissen von Layers of Fear spielt. Und es wirkt sehr beruhigend. Ich möchte das nur mal kurz anmerken. Und sehr einladend. Ah, ja. Oh, it reeks in here. Ja, das stinkt. Ah, habe ich schlechte Erinnerungen dran. Ich entsinne mich, als wäre es gestern gewesen. Da liegt ein Zettel, den kann ich leider nicht lesen. Okay, was ist hier? Okay, eine zerbrochene Bourbon-Whisky-Flasche. Interessant. Kann ich denn... Sind hier unten denn noch die Töpfe drin? Nee, hier war der drin, ne? Hier hat wohl jemand ordentlich aufgeräumt. Ich kann mich entsinnen, dass dort Töpfe drin waren und... Warum wackelte jetzt die Taschenlampe? I swear, that dog doesn't shut up! Looking at me like that. That dog is there for a reason. Oh, all right. You can let him out. For now. Okay, das war so ein Erinnerungsstück. Wir erinnern uns, dass wir einen Hund gekriegt haben oder beziehungsweise... Ach, guck mal, jetzt ist die Mauer hier kaputt. Ist ja interessant. Dass wir einen Hund bekommen und irgendwie der Vater da auch nicht mit klar... What the fuck? Alter, hat er den Hund einfach... Hat er den Hund einfach gekocht? Oder wie? Oder was? Oder... Ich weiß es nicht. Ich will unbedingt heute noch, aufnehmen und tralala. Ich will unbedingt heute noch die Folge raushauen. Wenn ich schaffe, die erste. Das wird natürlich ein bisschen Arbeit und tralala und pipapo. Weil ich muss ja noch schneiden, rendern und so und das wird wahrscheinlich ein bisschen dauern. Aber ich hoffe, dass ich die Mittwoch noch raushauen kann. Ansonsten Donnerstag. So. Ich schau mal hier. Hier war so eine Abstellkammer. Ich kann mich da noch entsinnen. Ach, guck mal, hier ist auch ein Bild. Ah ja, die ganzen... Guck mal an, das Bild, das hat zwei Augen. Und in der Mitte, ich weiß nicht, sitzen wir da?
this place is a mess. Ja, das. I can hear you in there. I'm coming, you furry little bastards. You're not getting away this time. Oh, where did you put that damn key? Ich habe mal vorsichtshalber die Tür zugemacht. Das war jetzt so perplex, habe ich jetzt einfach mal die Tür zugemacht, da ich jetzt nicht wusste, was passiert. Dachte ich, probiere es mal aus und es ging. Okay. Genau, hier war das Badezimmer. Ach du heiliger Strohsack, was haben wir denn hier alles? Was? Okay, Wasser wird hier anscheinend. Diese Scheiß aus Fliegen, ne? Boah, kennst du diese Scheiß aus Fliegen, die so riesig. Still alive. Die so richtig riesig sind und so grünen Panzer haben. Boah, die sind so. Boah. Da hat mal richtig eine abgedampft. Guck mal, Hawaii. Why wait hell? Okay. You do with what it now? So, Hawaii. Warum auf die Hölle warten? Du verzeihst, du verdienst sie jetzt schon. Ich bin gespannt, ob dieser junge Herr uns meint damit. Ich bin da sehr gespannt. Lass mich überraschen. Hier waren wir, glaube ich, jetzt schon, ne? Kann ich? Ah ja, rennen kann ich auch. Muss noch ein bisschen gucken, dass ich die Tasten reinbekomme. Hier ging es im Keller, hier war das Arbeitszimmer. Ich bin überlegen, gehe ich erst nach oben? Oder gehe ich erstmal. Weil hier fing es ja letztes Mal an. Alter, da gehe ich nicht rein. Auf keinen Fall. Ich gehe erstmal ins Arbeitszimmer. I wonder when was the last time this place saw sunlight. Ich habe keine Ahnung, Mädchen, wann das letzte Mal Tageslicht das Haus gesehen hat. Ich weiß nur, ich möchte hier nicht sein. Oh, ein. Kringel mit einem weißen Bildschirm. Ich hoffe nicht, dass das Spiel jetzt anfängt, weil ich hätte mich gerne noch umgesehen, verdammt. Wäre ich mal da gar nicht reingegangen. Es. Bitte was? Nein. Es fängt tatsächlich hier wieder an. Nehme ich jetzt den Pinsel oder nehme ich jetzt den. Ich nehme den Stift. Kann ich jetzt hier malen? What are you doing? Put that down. You're much too old for that childish nonsense. What the fuck, Alter? Was ist das denn? Ich habe keine Ahnung, wo ich hingehe. Oh, guck mal, ich habe ein Pferdchen gemalt. Hui. Ich habe keinen blassen Schimmer, wo ich hin soll. Ich gehe einfach mal. Ich sehe auch kaum was. Ich habe auch keine. Doch, Zoom kann ich. Da hinten sehen aus wie so Laternen. Ich habe keinen blassen Schimmer, wo wir hier sind, wo wir hinkommen. Ich hoffe, ich falle nicht durch den Boden. Was ist das denn hier? Okay. Oh, ein Wegweiser. Das ist gut, damit ich immer weiß, wo ich langlaufen muss. Ich gehe jetzt einfach mal hier ins Nichts, oder? Ist das so eine gute Idee, ins Nichts zu gehen? Obwohl, Alter, sieht aus wie so eine Disco da hinten, guck mal. Noch mache ich lustige Sprüche, ich weiß. Kann ich? Ich renne mal ein Stück. So, hier ist eine Pflanze, sieht aus wie so ein. Ja, so eine runterhängende Sonnenblume. Hier sind die Laternen. Und hier ist. Sieht aus wie so ein böser Wald, so ein Hexenwald oder sowas. Was war denn das?
Was war denn das gewesen? Ich... Ich nehme mal den Stift, ja? Let me out. Is not a toy. It's a gift. Do you want to squander it like all those careless brats out there? Lass mich raus. Alter, was war das? Ich gehe mal hier... Ich schaue mich mal noch ein bisschen um. Hier scheint auch irgendwie was zu sein. Hier ist ein Baum oder so, oder? Ja, ein Baum. Oh, ein Apfelbaum hier. Alter. Hey, wo sind wir? Ob ich da jetzt reingehen soll? Ich weiß nicht. Ich möchte mich nochmal umsehen ein bisschen. Bevor ich jetzt da langlaufe. Okay, wir haben auf jeden Fall einen Stift gesammelt. Das war den Stift, mit dem wir ja das Pferd gemalt haben. Können wir weitermalen? Das würde mich jetzt mal interessieren. I warned you time and time again. I won't let you waste time in these mindless doodles. This is for your own good. Alter, ich komme mir gerade vor wie in der Geisterbahn auf dem Rummelplatz. Okay, den Stift haben wir benutzt. Ach, guck mal. Meine Macht von wird nix. Ich glaube, das. Okay, da kriegen wir nicht raus. Könnten wir sogar, aber irgendwie. Ne, da kann ich dran ziehen, wie ich möchte. Ich möchte auch nicht zu nah dieser Schlange oder was auch immer das ist, zu nah kommen. Ich habe ein bisschen... Einerseits, ich möchte nicht wissen, was da passiert dann. Einerseits möchte ich... Oh Gott. Einerseits möchte ich auch zu dem Clown nochmal hin, andererseits möchte ich aber auch hier lang. Hä? Mit? Jetzt erschrocken. Hält das ja. Was ist hier los? Okay, ich gehe nochmal zum Clown. Da fährt da einfach mal ein Zug. Vor allem ist er pünktlich. Kann sich mal die Deutsche Bahn ein Beispiel dran nehmen. So. Was ist denn da? Ach, guck mal. Hä? Wo ist denn der... Ich habe ein bisschen das Gefühl, ich habe mich verlaufen. Ich weiß überhaupt nicht mehr. Ach, da ist der Clown. Da hinten rechts war noch irgendwie... Ich habe ein bisschen Angst. Aber nur ein bisschen. Das merkt man mir Gott sei Dank nicht an. Hier war der Clown, ne? Gehen wir mal gucken. Interessiert mich jetzt brennend. Was passiert denn da, wenn ich da... Ach, ich kann da gucken. The little girl in red came upon a crossroads. There she stopped and wondered, which way should I go? Up jumped the wolf and gave the poor girl a fright. Do not be afraid, I'm not gonna bite. One of these paths with danger is fraught, while the other one, most assuredly, is not. The little girl in red took a shortcut she knew, through a lovely field of corn, all covered in dew. But the field grew dark and full of despair, and eerie sense of dread filled the morning air. The girl heard the wolf yelling from afar. You have chosen poorly, you will not get far. Had you only learned how shadow and light
intertwined on canvas. You could have chosen right. The little girl in red ran as fast as she could, her flowing dark hair tucked under her hood. But she quickly got tired, worn out by her flight, and succumbed to the darkness, never to see the light. Eieieiei. Rotkäppchen mal anders. Okay, jetzt ist... jetzt ist anscheinend auch der Clown weg. Das war also nur so eine Bühne zum Gucken. Okay, jetzt können wir mal... Ich würde gerne nochmal... Da habe ich irgendwo in der Ferne so ein Haus ge... Alter, die Dinge, ne? Ich weiß nicht, was es macht. Ich möchte mich aber trotzdem fernhalten von dem Teil. Irgendwo hatte ich in der Ferne so ein Haus gesehen mit so einer Leiter. Ich weiß nicht mehr, wo war denn das? Hier war das. Ich spute mich mal eben dahin. In der Hoffnung, dass ich da irgendwas Interessantes entdecke. Was haben wir hier? Ein Haus mit einer Leiter. Ja, habe ich ja richtig gesehen und gesagt. So, was haben wir denn hier Schönes? Ein Tellerchen. Konnte ich mich eigentlich ducken? Nee, ich konnte nur zoomen, ne? Guck mal, Blumenkohl, Karotten, Kartoffelchen, ein paar Zwiebeln, Äpfel, eine Gurke. Aber ansonsten ist hier nichts. Kann ich irgendwas machen? Huch. Ich hasse Puppen, habe ich das schon mal erwähnt? Ich kann mich nur umgucken. Lass das. So. Da wären wir wieder. Dieser kleine Drecksack. Reiß einfach mal den Baum nieder. Hier liegt auf jeden Fall der Stift. Are you trying to annoy me? This is not what I've taught you. Okay, ich glaube, wir müssen hier die ganze Zeit das Bild weiterführen. Ich hoffe, dieses Scheißvieh kommt jetzt gleich nie wieder. Alter, dieser kleine Drecksack, ne? Dieser kleine Drecksack. Einfach mal spontan den Baum gehackt. Wird der mal besser? Ich mach mal weiter. What? You think I'm enjoying this? You think I'm doing this out of spite? Get it right next time and I won't have to fix it for you. Okay. Ich glaube, wir müssen es nochmal machen. Ich weiß noch nicht. Oh, guck mal, hier regnet's. Und diese komische Krallen auf dem Boden, Tatzen, ich weiß nicht, was es ist. Oh, wie ich das hasse. Das habe ich schon im ersten Teil gehasst. Oh, hier ist rot. Sollen wir hier vielleicht lang... Ich weiß nicht, ob wir hier lang gehen sollen. Ich habe keine Ahnung, wo das hinführt. Ich gehe lieber in die andere Richtung. Ich gehe lieber in die andere Richtung, da bin ich mir ziemlich sicher, dass da...
Hallo, mein Freund. Schön rumfahren kann er. Ah, guck mal. Was haben wir denn hier Schönes? Hier ist der Zug. Oh. You're doing this on purpose, aren't you? Ja. Ich bin mir auch gar nicht, was ich noch kurz anmerken möchte, ich bin mir noch gar nicht so richtig sicher, wie lange das DLC eigentlich geht. Ich bin mir da überhaupt nicht sicher. Das war nix. Also ich habe ihn hier erschrocken. Nein. So, das allwissende Auge. I hope you're satisfied with yourself. Stop crying. We'll pick this up tomorrow and I swear to God, I better start seeing some progress. Looking back, I don't think my father ever really wanted a child. It's no wonder I was never truly allowed to be one. No, no, what he wanted, above all things, was a successor. Someone to carry on his legacy. Anything else was just a distraction. Ja, er war immer ziemlich stinkig darauf, was wir gemalt haben. Das stimmt, da können wir uns noch ganz genau dran entsinnen. What is this? Why pink? Ja, er wollte aus uns quasi einen Nachfolger machen, aber, ja, wir sind da nicht so dran gekommen an seine künstlerischen Tätigkeiten und haben da unseren eigenen Weg eingeschlagen, was ihm natürlich... Oh, ein Ammer. Ein Ammer, vor allem eine Eimerfarbe mit... Plastikfarbe. Boah, sieht schon cool aus. Ja, und konnten wir wahrscheinlich nicht gerecht werden, deswegen wurde er sauer. Hier ist noch der Schrank. Das kommt mir vor, als wäre es gestern gewesen. Und, ja, ich würde sagen, wir machen jetzt hier an der Stelle machen wir eine klitzekleine Pause, Folgenpause, und in der nächsten Folge geht's spannend weiter mit Layers of Fear, dem DLC. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder einschaltet. Also, bis dann. Ciao.